Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Wie ich jetzt versprochen habe, möchte ich jetzt noch die ganzen Trailer nachholen und ich weiß es, ja, die Trailer sind ja schon ein bisschen länger draußen, aber ich habe in letzter Zeit echt einen Output von 4 bis 5 Videos am Tag und es ist schwer jetzt noch, ja, alle Trailer an einem Tag irgendwie rauszuhauen, das wäre auch ein bisschen kacke. Deswegen heute den Aquaman-Trailer und ich glaube, da haben wir fast alles. Genau, den Titans-Trailer möchte ich mir noch ansehen, der kommt dann wahrscheinlich morgen. Und dann haben wir, glaube ich, fast alles abgehakt. Den Walking Dead Trailer kann ich noch nicht sehen, weil ich das Season-Finale noch nicht gesehen habe, weil die Folgen auf einmal auf Sky nicht mehr verfügbar sind. Ich weiß auch nicht, warum. Da muss ich noch die letzten 4 oder 5 Folgen tatsächlich sehen. Ich habe irgendwann aufgehört zu gucken, leider. Beziehungsweise, ja, habe es einfach nicht mehr mitbekommen, dass neue Folgen rauskamen. Wollte dann nachgucken, aber auf Sky waren die nicht mehr verfügbar. I don't know, muss ich mir sonst mal auf Amazon kaufen. Ansonsten haben noch ein paar reingeschrieben, den Venom-Trailer. Ich glaube, da gibt es keinen neuen. Einen habe ich mir schon angesehen, der zumindest jetzt draußen ist. Und den fantastischen Tierwesen-Trailer schauen wir uns auch noch an, Leute. Boom, zack, jetzt aber erstmal Aquaman. Let's go, Leute. Mein Vater war Leuchtturmwärter. Meine Mutter eine Königin. Aber das Leben bringt irgendwie alles zusammen. Eines Tages könntest du unsere Welten vereinen. Seht euch das an! Arthur redet mit den Fischen! Nein! Lass mich los! Alter, also erstmal muss ich sagen, ich weiß, ich will eigentlich nicht pausieren. Die sieht unglaublich, ja, unglaublich hart aus wie Jason Momoa in Jung, finde ich. Also da haben sie wirklich den richtigen Jung gecastet. Ich mach mal ein bisschen lauter hier nochmal, Leute. So. Durch sie bin ich, was ich bin. Oh, geil, Digga, ich liebe ihn. Ist an Bord zu kommen? Oh. Ich hab dich gesucht. Dein Halbbruder, nice. König Aum, ist im Begriff, der Oberwelt den Krieg zu erklären. Um diesen Krieg zu verhindern, musst du deinen rechtmäßigen Platz als König einnehmen. Glaub mir, ich bin kein König. Du denkst am besten, wenn du gar nicht denkst. Als Aufmunterungsversuch, völlig daneben. Schnall dich lieber an. Yo, sieht das nice aus. Das ist heftig! James Wan. Mein Bruder kommt aus der Oberwelt. Oh, geil, Mann. Ich nenn's nen Arschtritt. Ich bin kein Anführer. Ich bin gekommen, weil ich keine Wahl habe. Um meine Heimat zu retten. Und alle, die ich liebe. Du denkst, du wärst als Anführer unwürdig, weil du aus zwei Welten kommst. Bro, das sieht so episch genau aus. Genau deshalb bist du es. Holy shit! Das war der Wahnsinn. Der Oberwelt steht Krieg bevor. Und ich bringe den Zorn der 7 Weltmeere mit mir. Wir sind da. Warte, warte! Was hast du vor? Hey, sie hat keinen Zweischirm. Rotarige, die muss man lieben. Hä? Es passiert so viel, Leute. Wartet mal, ich muss jetzt erstmal. Wartet mal, Leute. Holy shit, es passiert so viel. Hä? Leute, ich check das noch nicht ganz. Also, es passiert so fucking viel. Also, wir sehen auf jeden Fall die Vergangenheit von Aquaman, beziehungsweise wie er dazu gekommen ist hier. Und wie ich schon meinte, der Typ sieht echt krass aus wie Jason Momoa in Jung, finde ich. Dann sehen wir halt, wie ist hier die Vorgeschichte ein bisschen von Atlantis, beziehungsweise ja, den Kampf irgendwie, dass der Halbbruder oder wer das von ihm ist, der auf einmal hier Krieg anfangen möchte mit der Overworld, Leute. Dann finde ich, diese Shots sehen so fucking nice aus von Atlantis, Alter. Holy shit, diese Farben, man sieht, es ist überall lebendig, es sieht aber nicht zu voll gepumpt mit CGI-mäßig aus, finde ich. Das Problem hatte ich ein bisschen jetzt zum Beispiel bei Star Wars mit Coruscant, dass zu viel passiert ist einfach, weil man zu viel erzwungen hat. Das sieht lebendig aus, aber nicht zu überpumpt, sag ich mal. Die Shots fand ich ja auch echt schön. So ein Stadion, also es wird anscheinend hier so einen Kampf geben, haben wir auch gesehen. Hier unten diesen Lava-Fight, ja auch sehr an Star Wars, merke ich gerade, erinnert ein bisschen. Da haben wir hier diesen Fight anscheinend oder die Konfrontation hier, da freue ich mich drauf. Also, ja, ich frage mich gerade, was man hier noch alles sehen wird, weil ich habe hier noch irgendwo so einen halbjungen Aquaman gesehen, hier. Da war irgendwo so ein, genau hier,
auch sehr gut gemacht. Holy shit, sieht auch echt übel gut aus. Bedeutet, wir bekommen so ein bisschen die Vergangenheit von ihm zu sehen. Okay. Und dann, was ich mich gefragt habe, wir haben hier noch den Dunkelhäutigen eben gesehen. Und ich kenne mich jetzt im DCEU nicht hundertprozentig so gut aus. Ich finde jetzt aber auch gerade keinen Shot, wo man ihn sieht. Aber sollte das Aqualad sein, Leute? Weil ich glaube, ich habe nur Young Justice gesehen und da heißt der Mantis auch, Dark Mantis oder so. Also ich weiß, es gibt ja Mantis bei Marvel auch. Aber entweder ist das Aqualad oder der Vater von Aqualad. Der spielt auch in Young Justice im Bösewicht. Ich glaube, der heißt Mantis. Irgendwie so. Und der sieht halt so aus, das ist er dann. Holy shit, okay. Es passiert echt, und dann sind wir am Ende noch in der Wüste gelandet, Leute. Wie viel passiert denn in diesem Film? Okay, Leute. Aber erstmal overall, sieht nice aus. Ich war am Ende ein bisschen verwirrt, dass so viel passiert ist, weil ich, nicht dachte, dass wir so viele verschiedene Sachen bekommen. Aber was ich gut finde, man weiß noch nicht genau, hundertprozentig finde ich, in welche Richtung der Film sich entwickeln wird. Der Trailer nimmt nicht zu viel vorweg. Er zeigt echt viel, was passiert, aber einem fehlen so die Zusammenhänge, mir zumindest jetzt gerade. Ich bin gespannt, es sieht echt gut aus. Aber, ja, bei DC weiß man ja immer nicht, ja. Also das Problem ist, DC macht entweder sehr guten Film, finde ich. Man of Steel zum Beispiel fand ich echt gut. Oder ja, nicht ganz so guten Film. Deswegen weiß man nicht. Die Marvel-Filme sind alle so auf einem recht guten Niveau. Ab und zu Ausschläge nach unten, ab und zu Ausschläge nach unten, finde ich. Aber wir hatten doch bei Marvel keinen Totalausfall, meiner Meinung nach zumindest. Deswegen hoffe ich, dass DC es mal jetzt voranbringt hier und nicht einen Fehler nach dem anderen hier hinhaut. Aber Aquaman freue ich mich drauf. Ich mag Jason Momoa echt gerne und denke, dass das ein nicer Film sein wird. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu rein, Leute, was ihr davon haltet und was ich mir vielleicht noch ansehen soll. Also auf jeden Fall Titans-Trailer, Leute, und der Fantastische Tierwesen-Trailer. Ich glaube, das waren die beiden, die ich mir noch ansehen wollte. Sehr gut, Leute. Das war's. Wir sehen uns, habt einen wunderschönen Tag. Bleibt fresh und ciao. So, der Flohmann, der Hype ist queer. Alles ganz egal, Mann, ich bleib bei dir. Du machst dann nur Reactions, doch machst du die besten.